Meine allerjüngsten Besten, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge von Hide and Seek. Und heute befinden wir uns mal wieder im 10.000 Euro Hide and Seek Turnier. Allerdings ganz wichtig, in einer ganz besonderen Edition, denn wir spielen heute in unserer Halle. Und ganz wichtig, nicht unter normalen Bedingungen, sondern im Dunkeln, Alter. Geil. Mach das Licht wieder an. Wir spielen heute mit allen Angestellten und ich habe eine kleine Lampe. Nee, du hast die Lampe. Ich habe die Lampe hier. Vorstellung brauchen wir nicht, weil es sind meine Mitarbeiter. Also, wir machen einmal kurz Licht auf. Das ist Julius, er schneidet. Und das ist Tobi, er macht nichts. Und nichts. Tensiert. Alles klar, ich würde sagen, ich gehe raus und dann... Ich gehe raus, wir synchronisieren. Let's go. Ganz wichtig natürlich an dieser Stelle, ihr müsst, wenn ihr mitmachen wollt, einen Kommentar hinterlassen mit eurem Instagram-Namen, mindestens 18 sein und mir auch schreiben, warum gerade ihr dabei seid, denn ein Platz für den Wildcard-Gewinner ist noch frei. Das heißt, wir werden zwei Zuschauer mit ins Halbfinale nehmen. Alles klar, ich mache das Licht aus, meine allerjüngsten Besten. Wir sehen uns in 3 Minuten wieder. Ich brauch Licht, scheiße. Sag mir mal gegen, Alter. Tobi, ich sehe nichts, es ist alles dunkel. Ich wollte mich eigentlich im Surferschrank verstecken, aber wenn ich da ein Kabel ziehe, bin ich gekündigt, werde umgebracht, bin arbeitslos und wohnungslos. Deswegen versuche ich gerade hinter die Halfpipe zu kommen, aber ich muss erst mal hochkommen. Das passt nicht. Scheiße. Mann, ich passe nicht in diesen Sack. Alter, mich verhaut die ganze Zeit hin. Wie, das kannst du mir helfen? Ich habe keine Zeit, du musst mal hinmachen. Du musst den Automaten wieder an die Wand schieben. Du musst in den Red Bull-Automaten. Kann ich? Weiter. Okay. Tobi, ich weiß nicht, ich glaube, man sieht meine Beine. Was mache ich denn jetzt? Kannst du noch mal raus? Nee. Bitte. Was soll ich machen? Ich habe das Holzbrett vergessen. Nein, ich kann nicht, Bro. Ich bin natürlich unter der Hausbahn. Meine Hand ist im Arsch. Ich glaube, ich habe eine Schraube in meinem Schuh. Das wäre. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, es reicht. Meine Jutsten, ich komme! Ah, da bellt ein Hund. Entspannend. Schauen wir mal. Wo haben wir hier die kleinen Ficken? Wir gucken erstmal alles durch. Nö, Digga, oder? Oh Mann! Alter, du bist Alter! Nimm deine Lampe weg, du hast... Ja, das war echt ein Scheißversteck, Mann. Meine Mutter ist... Alles klar, wir machen weiter, meine Jutze. Ah, wen haben wir denn hier im Serverschrank, ja? Wohl niemanden, ja? Alter, mein Ei habe ich mir eingeklemmt. Aua. Hier haben wir Kien. Da oben ist jemand, hörst du es die ganze Zeit? Das ist Flash. Oh, mein Jutze da, mein Liebster, mein Allerbester. Sehr viele Verstecke hier, ne? Ja. Zum Beispiel hinter dieser Tür. In der Küche. Der Tür wäre echt zu. Also ich sag, wie es ist, in der Küche ist hier wirklich niemand, weil das wäre extrem dumm. Und ja. Oh no. Digga, ja gut, hier kann man sich ja eigentlich auch. Thomas, ich sag mal ehrlich jetzt, die Idee hatte ich auch, aber du kannst dich halt nicht aufs Fenster mit draufstellen, weil das zu klein ist. Hier hinter jemanden, das würde keiner machen. Ich sag ehrlich, wer dahinter geht, der kommt eh nie wieder raus. Ja, es wäre krass gewesen, hier hinter zu kommen, Alter. Also ich hätte, glaube ich, geschafft. Da draußen läuft jemand. Als Frau. Marius Zimmer. Marius. Jetzt weggestreamt. Ey, hier riecht's nach Cannabis Kippgas. Hier ist aber auch niemand drin. Wir müssen einfach hoch, Mann. Ey, Digga, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Verstecke hier gibt, Mann. Das ist krass, ne? Vor allem, ich glaube, ehrlich, das Dunkle carryt zwar ein bisschen für die Verstecke, aber es ist jetzt nicht ultra okay. Wer da drin ist und die Tür auflässt, weiß ich nicht. Ich habe einfach gerade extra meine Schuhe ausgezogen, damit man die weißen Schuhe nicht sieht. Und jetzt habe ich den einen Schuh verloren. Kali, hallo. Wenn er sich so freut, dann ist hier keiner. Das ist... Hier rein. Hä? Was war das? Da hat jemand geschrien. Oh, dein Arsch ist in mir. Da hat jemand geschrien. Das hat sich angehört wie Kati. Ich hab Platzangst. Was für ein Psychoraum? Psychoraum auch nicht. Die müssen alle unten sein. Moin, mein Jutzer. Alles gut. Carsten ist hier. Frag nicht, was gerade los ist. Also ist hier jemand versteckt zufällig? Da hat jemand geschrien. Digga, hier schreit die ganze Zeit jemand rum. Ich das kam vom Dachboden. Tobi, wir schaffen das. Okay, die müssen alle unten sein. What the f***? Digga. Hä? Ich spuk hier drin. Okay, oben ist auf jeden Fall 100%ig clean. Oben? Ja. Ist keiner. Wo soll denn da noch einer gewesen sein?
Junge, Julius, ich hab dich so gecarried, ich hab eben Geräusche gemacht. Julius! Dich, Digga. Er lebt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Was? Der ist eingeschlafen. Der tickt den. Tick den, der kann abhauen. Ich hab ihn doch berührt. Ja? Soll ich jedem abhauen? Okay, ich hab einen Notebook. Ey, Julius, das war smart, deine Schuhe wegzustellen. Ich hab keine Ahnung mehr. Oh, hast du es gehört? Das war ich. Das war ich, nicht du. Das ist wirklich, man denkt eigentlich, man muss hier alle Verstecke in 5 Minuten. Bro, aber das ist doch, also so viele Verstecke gibt es doch gar nicht, oder? Hey, ich bin wirklich überfragt, Mann. Ich kann dir keine Tipps geben, ich habe allen hoch und heilig versprochen. Ja, Digga, also wer soll denn hier schon drin sein? Das geht ja gar nicht. Hä? Da ist jemand drin, glaube ich. Hält er das zu? Ist da jemand? Nein. Hä? Was? Hey, bitte, mein Fuß lebt ein. Armen Akon. Bro, ich bin halt so aufgeschmissen. Also, hier passt ja auch kein Mensch rein. Digga, ich hab absolut... Sollen wir es machen, dass du Licht anmachen darfst? Ja. Meine allerjutzten! Da ich euch nicht finde, mache ich jetzt das scheiß Licht an. Digga, so viele Verstecke gibt's doch hier gar nicht, oder? Kati und Tobi, wo sind die denn? Du hast jedes Verstecken hops genommen, ne? Es kann doch nicht sein. Im Prop Room. Das ist das Einzige, wo ich mir noch vorstellen könnte, dass ich da was übersehen habe. Die Frage ist halt... Kannst du eigentlich schnell alles ausschließen, wenn man ernst. Ja, eben, das ist es halt. Ich kann nicht mehr. Er müsste einmal richtig gucken, dann würde er mich sehen. Aber das hat er nicht gemacht. Digga, und ich habe echt nicht die leiseste Ahnung, wo die zwei sein können. Was machen wir jetzt? Tobi, Kati, ihr müsst einmal rufen! Ah. Ja, ich hab nur eine gehört irgendwie. Tobi, Kati, einmal rufen! Einer hat schon gerufen. Ah. Hä? Da ist jemand hinter. Ich stehe jetzt mit dem Schraubenzieher immer weiter. Ja, das kriegst du nicht vor. Kati? Hier hat sich echt jemand hintergezwängt, ne? Doch nicht. Hä? Ist da jemand? Nee, immer noch nicht. Sei ehrlich jetzt. Bro, das würde ich doch, als ob ich jetzt nicht die Person gesehen habe. Ja, du hast 5-mal da reingeguckt. Da ist wirklich jemand. Was? Mann. Kati, ich komme jetzt da runter und dann fasse ich dich an. Wer hat mich verraten? Ich habe wirklich nichts gemacht. Hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Mann, das ist aufgeguckt. Wer ist das? Steffel! Tobi! Du hast gewonnen! Aber er muss jetzt dreimal, alle 10 Sekunden muss er ein Geräusch machen und du musst ihn finden. Glaub mir, das ist geisteskrank. Ah. Okay, los. So viel, komm! Weiter! Ah. Weiter! Ah. Weiter! Ah. Weiter! Ah. Weiter! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Bro! Der war im Spieleautomaten! Ey, hat ihr Geräusche gemacht? Oh, mein Bein ist eingeschlafen. War das nur Julius, der Geräusche gemacht hat? Nee, ich hab dich gecarried. Ich hab gesagt, das war die Fresse, Digga. Achso, nee. Kati? Ich hab dich gecarried. Meine allerjüngsten Besten. Tobi, herzlich willkommen im Halbfinale. Ja, ich bin so kaputt. Du bist so ein Bastard, dass du es geschafft hast, ne? Ey, ja, ich war's. An dieser Stelle von Hide and Seek, meine Freunde. Wie schon am Anfang gesagt, schreibt euer Alter mit Instagram-Kommentar, Instagram-Namen und Kommentar in die Kommentare, warum gerade ihr dabei sein müsst. Und dann werden wir euch auslosen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben. Ciao.